Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Ja, wir sind hier immer noch bei Dr. Mitchell, haben den Persönlichkeitstest bestanden. Naja, von bestanden ist jetzt nicht so das Ding. Der wartet darauf, dass wir, ich habe ja gar keinen Pip-Boy, ja, mit Doc Mitchell sprechen. Hier, das gehört Ihnen. Das war alles, was Sie bei Ihrer Einlieferung dabei hatten. Habe mir erlaubt, einen Blick auf die Notiz zu werfen. Hätte ja Hinweise auf Angehörige geben können. Da stand aber nur was von einem Platin-Chip. Wenn Sie wieder nach draußen gehen, sollten Sie das hier haben. Man nennt es einen Pip-Boy. Ich wuchs in einer dieser Walls auf, die Sie vor dem Krieg bauten. Wir bekamen alle so einen. Mir nutzt er jetzt nicht mehr viel. Aber nach allem, was Sie durchgemacht haben, möchten Sie ihn vielleicht. Ich kenne das Gefühl von Verlusten. Und ziehen Sie das hier an, damit die Leute Sie nicht wegen mangelnder Sittsamkeit aufs Korn nehmen. War sowieso nie ganz mein Stil. Jo, danke. Danke, dass Sie mich zusammengeflickt haben, Doc. Keine Ursache. Dafür bin ich ja hier. Bevor Sie die Stadt verlassen, sollten Sie mit Sunny Smiles reden. Sie kann Ihnen beibringen, wie man die Wüste meistert. Sie ist sicher im Saloon. Einige andere Leute im Saloon können Ihnen vielleicht auch helfen. Und der Metallbursche Victor, der Sie aus dem Grab gezogen hat. Sollten Sie da draußen verletzt werden, dann kommen Sie einfach zurück. Ich werde Sie wieder in Form bringen. Aber versuchen Sie nicht noch einmal getötet zu werden. Ach du, manchmal. Hardcore Mode. Fallout New Vegas allows you to play in a new Hardcore Mode that greatly increases the challenge of the game. In this mode, stain packs heal over time and cannot mend broken limbs. Right away removes radiation over time, ammunition has weight, sleep does not heal, and dehydration is a constant concern. This mode is only recommended for advanced player. You may turn hardcore mode on or off at any time of the gameplay, but if you activate hardcore mode now and maintain it through the end of the main storyline, you will receive a special reward. Would you like to activate hardcore mode? Und ich liebe diesen Hardcore Modus, der ist toll. Ja. Wieder im Sattel. Sag ich dazu nur. Da sind sie lang. Sag ich auch nur. Das Ding. Gehe hier eine Erschütterung für Anfänger. Ich dachte gerade schon, ich krieg das schief mir nicht. Ja. Hardcore-Modus, ich weiß nicht, das könnte gerade vielleicht in Englisch gewesen sein. Ich habe, wie ihr der Beschreibung entnehmen könnt, auf YouTube habe ich ein paar Mods installiert, unter anderem auch diese Patch-Pack. Und ich habe jetzt nicht darauf geachtet, was für eine Translation das ist, aber das ganze Spiel scheint ja in Deutsch zu sein, wenn nur solche Texte in Englisch sind. Mein Gott, ich bin ja des Englischen mächtig, das habt ihr an meiner perfekten Aussprache gemerkt. Mit Sunny Smiles im Prospektus zu sprechen. Ich wusste gar nicht, dass das eine Quest ist. Naja. Ja, und dann finde ich es auch nicht so dramatisch. Radio höre ich jetzt nicht die ganze Zeit, dann kriege ich wieder Geber, wie bei Fallout 3 damals. Strahlresistenz 4% jetzt schon. Ja, was haben wir dann hier? Binoculars, eine Brot Machete. Ja, das sind die von meinen DLCs, die ich habe. Eine verwitterte 10mm Pistole. Ja, das sind Sachen, weil die braucht man eigentlich nicht. Ja. Kleidung kann aus ganz und verschiedenen Ausrüstungsarten bestehen. Angefangen bei Hemd und Hose, über Panzerung bis hin zu Sonnenbrillen und Tüten. SW. Einige Kleidung gewährt dem Träger eine Schadenswelle. SW. Die Schadenswelle ergibt sich dabei aus der Summe der Schadenswellen der ausgerüsteten Kleidung plus etwaigen Boni durch Extras oder Drogen. SW wird dabei direkt vom erlittenen Schaden abgezogen. Eine höhere SW bietet daher besseren Schutz, auch wenn ein kleiner Teil des Schadens selbst durch den dicksten Panzer durchschlägt, ist eine hohe SW immer nützlich. ZSD. Der Zustand von Kleidung bestimmt, wie hoch der gebotene Schutz ist.
Es reicht aus, Kleidung bei einem ZSC von über 50% zu halten. Sie bietet dann schon den maximalen Schutz. Okay, das wusste ich gerade nicht. Leicht, mittel, schwer. Mittlere und schwere Kleidung verlangsamt Charaktere, wenn sie ausgerüstet wird. Reparieren. Diese Option öffnet das Reparieren-Untermenü, wo man Kleidung durch das Ausschlachten ähnlicher Gegenstände bekommen kann. Ja. Und das Schöne ist, dass wir durch das DLC richtig gute Rüstung schon am Anfang haben. Hallo, leichte Metallrüstung. Ist zwar mittel, aber egal. Guck mal, eine Schadenswelle von 12 im Gegensatz zu der von gar nichts. Okay, Nahkampf 2, Sprache 2 ist ja natürlich schon, aber ich habe ja keine Hüte, nix. Was haben wir hier? Trostlosigkeit? Warum? Minus 15 TP, warum? 9 Stimpaks, Reparatursätze, das ist echt gut, was wir hier haben. Und Munition wird von allen Schusswaffen und Energiewaffen verwendet, aber manchmal auch von anderen Waffentypen. Grundmunitionsarten haben keinen besonderen Effekt, aber Munitionsunterarten können den Schaden erhöhen, die Schadenzelle des Gegners senken oder die Streuung einer Waffe verringern. Ihr Effekt wird im Munitionsuntermenü aufgelistet. Wenn die Munition angewählt wird, Punkt. Die meisten Waffen können jede Munitionsunterart verwenden, die mit der gleichen Bezeichnung wie der Grundtyp beginnt. Verbreitete Munitionsunterarten sind panzerbrechend, PB, ignoriert einen Großteil der gegnerischen Schadenswelle, sodass etwas mehr Schaden verursacht wird. Hohe Spitz. Fügt mehr Schaden zu, wird aber durch Rüstung leicht abgewehrt. Überladung. Wird von Energiewaffen verwendet, der Schaden erhöht sich, aber die Waffe nutzt sich auch schnell ab. Laufgeschoss. Wird von Schrotflinten verwendet. Der Schrot wird dabei durch eine einzelne größere Kugel ersetzt. Die Waffe ist dann zielgenauer. Um zwischen Munitionsunterarten umzuschalten, rüsten Sie diese in dem Menü aus. Drücken Sie außerhalb des Pip-Boys 2, um zwischen Munitionsunterarten für die aktuell ausgerüstete Waffe umzuschalten. Ja, da haben wir auch schon echt gute Waffen hier. Die da ist ja Schaden pro Sekunde, SPS und der Schaden pro Schuss. Da gibt es natürlich auch schon. Wir haben da schon, also das ist nicht ganz schlecht. Und hier liegen natürlich noch ein paar Sachen rum. Wie ducke ich mich? Wie? Wie? Steuerung. Tastenbedienung. LSTRG. 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 Nein, wir beklauen den nicht. Obwohl es mich schon reizen würde. Aktivieren kaputte Millimeterpistole, was? Ah, okay, können wir nicht. Was? Aktivieren Chemiekasten? Ich studiere Chemie! Es scheint ausreichend chemische Komponenten zu geben, um eine kleine Menge Medikamente herzustellen, sofern man die entsprechende Kenntnis hat. Wissenschaftler mit mindestens 25 herstellen. Stimpaks herstellen, ein paar Drogen. Nein, wir wollen ein Stimpak herstellen. Das siehst du, wenn man schon Chemiestudent ist, dann würde ich das auch können. Den kann man nicht mehr machen. Hä, warum können wir nicht ducken? Ah, vielleicht ist das auch einfach durch diesen Patch, dass wir das nicht mehr klauen können. Das kann sein. Aber ein paar Sachen nehme ich mir trotzdem mit. Ich weiß, dass ich Karma verliere. Ein paar der wichtigsten Sachen direkt hier am Anfang. Messer, sowas nicht. Was haben wir denn für Waffen? 9mm Pistole ist wahrscheinlich so noch das Üblichste. Das heißt, die Munition dafür wäre echt schon gut. Ja. Und schnell speichern. Atomic Cocktail. Ach ja, der ist ja so extrem gut. Aber Gecko-Kebab, ja, ein Döner oder was? Oh. Ne, Kebab heißt doch irgendwie nur Sandwich oder so, meine ich. Dirty Pre-War Spring Outfit, aha. Hier waren wir gerade. Das Ding ist, ich weiß natürlich jetzt nicht.
ob wir dann erwischt werden. Gewehrkoffer? Nichts Besonderes. Hier ist sowieso nichts. In der Kiste ist ein Sunset Sunspray Lava, ja. Ein Ophthalmoskop. Das sind die Dinger, mit denen man in die Ohren guckt. Eine Brille. Eine Lesebrille, die wir sogar nehmen dürfen. Bringt die was? Nein. Aber wir... Also, normalerweise würden wir damit anders aussehen. Schätze, dass Sie nach der langen Bettruhe dringend raus wollen. Aber wenn Sie noch Fragen haben, antworte ich so gut es geht. Klar. Was? I'm hurt, I need help. Nein, ich brauche medizinisches Material. Nun, andernfalls kommen Sie einfach wieder. Ich werde hier sein. Bett? Ja, das mit den Dialogen ist ein typischer Bug. Ich weiß auch nicht. Das sind Sachen, die ich nicht brauche eigentlich. Die ich jetzt schon verkaufen kann. Nein, warte. Erstmal die Super Simpex. Könnte sein, dass ich die im Kampf brauche. Das Trostlosigkeitsgift. Warum habe ich sowas? Dann bei den Waffen, also in der Machete. Ich weiß nicht. Verwitterte 10mm Pistole ist halt so ein. Die Wurfspeere, ja. Die Machete. Ist halt so. Die Binoculars. Oh ja, eigentlich auch nicht. So, habe ich da irgendwas, was ich nicht brauche an Munition? Brauche ich alles, ne? Ach verdammt, ich kann mir nur eins leisten. Dann machen wir das so, oder? Ja. Oh, Medizin 3. Verschreiben Ärzte normalerweise nicht Medikamente zur Nachsorge? Natürlich. Sie haben einiges durchgemacht. Es ist nicht viel, aber das kann helfen, wenn der Schmerz zurückkommt. Aha, aha. Erste Herausforderung. Ich habe starke Schmerzen, Doc. Haben Sie noch was? Natürlich. Sie haben einiges durchgemacht. Es ist nicht viel, aber das kann helfen, wenn der Schmerz zurückkommt. Ja. Okay. Erzählen Sie mir mehr von sich, Doc. Wie schon gesagt, stamme ich aus einer Ward. Danach war ich eine Zeit lang reisender Arzt. Schien damals eine gute Idee zu sein. Die meisten Leute hier draußen sind nicht sehr gebildet und Leute mit medizinischen Kenntnissen sind selten. Mit meinem Wissen konnte ich vielen Leuten helfen. Und das war für mich in Ordnung. Schließlich ging ich wieder zurück und heiratete meine Jugendliebe. Und das war das Ende meiner Reisejahre. Vermisse diese Zeit absolut nicht. Sie sagten vorhin, man habe ihnen etwas weggenommen. Nun, das sind wir doch alle, oder? Das war vor langer Zeit. Ich denke nicht mehr viel darüber nach. Was ist das hier für eine Stadt? Das hier ist Good Springs, benannt nach dem Wasser, das wir die Straße runter im Südosten finden. Der Platz wird auch Good Springs Quelle genannt. Es ist eine ruhige Stadt und das mögen wir so. Wir suchen keinen Ärger. Manchmal will er uns aber unbedingt finden. Ja, das kann schon mal vorkommen, aber die sind kreativ mit dem Namen, ne? Good Springs wird benannt nach der Good Springs Wasserquelle. Was können Sie mir denn sonst noch über Godspinks erzählen, so ein paar Insider? Ein Stück die Straße hoch gibt es einen Gemischtwarenladen, der Chet gehört. Er hat zwar keine Spezialitäten, deckt aber den Grundbedarf. Wenn Sie Ihre Kehle anfeuchten wollen, finden Sie kurz hinter Chet den Prospector Saloon. Trudy, hinter der Theke, kennt wirklich jeden in der Stadt. Ansonsten gibt es hier nicht viel zu sehen, außer Leuten, die sich durchs Leben kämpfen. Ja, so wie ich, Fallout kennen, dürften das noch nicht so viele Leute sein, die Trudy erkennen muss. Könnten Sie mir noch mal was über Goodsprings erzählen? Ein Stück die Straße. Ja, das kennen wir ja schon. Okay. Wer hat mich gerettet?
Das war Victor. Ein seltsamer Bursche. Und das nicht nur, weil er ein Roboter ist. Mehr kann ich über ihn aber auch nicht sagen. Er ist wirklich freundlich. Verstehen Sie das nicht falsch, aber irgendwie hat man das Gefühl, dass da noch mehr dahinter steckt. Er lebt recht zurückgezogen. Wenn Sie mehr über ihn erfahren möchten, müssen Sie ihn selbst fragen. Er hat eine Hütte am Südrand der Stadt. Wissen Sie etwas über den Mann, der auf mich geschossen hat? Ich habe ihn oder seine Begleiter nicht gesehen. Sie können sich aber in der Stadt umhören. Vielleicht hat ja jemand gesehen, wohin Sie sind. Am besten versuchen Sie Ihr Glück mal bei Trudy im Saloon die Straße rauf. Wenn jemand etwas gesehen hat, dann weiß sie davon. Cool. Goodbye. Schön vorsichtig jetzt. So, der hatte jetzt noch... Also, das irgendwie, dass ich mich nicht ducken kann, das aber jetzt irgendwie... Das ist eine Belegung. Schleichen. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Ich brauche 110 Kronkorken, die habe ich jetzt. Da kann ich mir nämlich noch ein Stimpack kaufen. Dass Sie nach der langen Bett... Ja, natürlich. Da. So, da kann ich mir nämlich eins noch kaufen. Mit den Sachen von Ihnen. Ist ja schön voll. Klar. Ja, sonst gibt es ja nichts. Keine Ahnung, warum ich hier nicht ducken kann. Ich aber noch irgendwas tun. Good Springs. Sie haben ein fragmentiertes Signal auf Ihrem Pip-Boy bekommen. Irgendeine kodierte Übertragung mit einem traurigen, jessigen Unterton, von dem Sie Kopfweh bekommen. Soweit Sie das beurteilen können, scheint es eine Einladung zum Mitternacht-Science-Fiction-Feature im Java Drive-In zu sein. Kommen Sie pünktlich, um die Trailer nicht zu verpassen. All Plus wurde geladen, Ihre Levelgrenze um verwirrt. Der Pip-Boy hat ein Signal aufgenommen. Es sind Koordinaten, die zum Canyon Wreck westlich von Prim führen. Unter den Koordinaten stehen die Worte Kurier 6 und die Unterschrift Ulysses. Unser Mode wurde geladen, Stufengrenze verwirrt. Ihr Pip-Boy hat ein Funksignal der Happy Trails Caravan Company eingefangen. Sie werden suchen nach einem weiteren Mitglied für eine Expedition in das Zion-Tal. Zion, ist das nicht irgendwas vom Weihnachtsoratorium und christliche Kirche und alles so bla bla bla. Honestheit wurde geladen, ihre Levelgrenze verwirrt. Und das ist der aktuelle Konflikt im Mojave-Ödland. Hat dazu geführt, dass alle Waffenhersteller unter Volldampf produzieren. Alle großen und kleinen Waffenhändler der Gegend bieten neue Waffen, Munitionszüge und Modifikationen an. Gehen Sie zum nächsten teilnehmenden Händler, um den neuen Waren zu begutachten. Also, na, der Waffenschieber wurde geladen. Muss ich jetzt noch mehr warten? Oder darf ich stoppen? Oder bitte nach Science Fiction Special? Ja, Good Springs werden wir dann entdecken in der nächsten Folge von Fallout. Ihr Pip-Boy hat eine Radioübertragung empfangen, dass sie zur großen Eröffnung des Sierra Madre Casinos einlädt. Dead Money wurde geladen, Levelgrenze verfüllt. Fallout New Vegas.